Ansonsten wird es einfach am Ende des Vortrags eine Diskussions- und Fragerunde geben. Und auf die freue ich mich schon. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, Karl, Lukas, ihr habt das Wort. Ja, alles klar. Genau, hallo auch von unserer Seite und vielen Dank für die Einladung. Heute beschäftigen wir uns einführend mit dem Thema, was ist eigentlich in Schnellruder los? Dabei geht es natürlich um das Institut für Staatspolitik rund um Götz Kubitschek, was im Saalekreis in Schnellruder beheimatet ist. Und wir wollen auch an diesem Beispiel was aufzeigen über das Netzwerk und die Ideologie der sogenannten Neuen Rechten, die eben in Schnellruder mit dem IFS ein Zentrum hat. Und als Gruppe haben wir uns natürlich das Ziel gesetzt, dieses Institut für Staatspolitik so bald als möglich aufzulösen. Genau, wir starten. Wir starten klassischerweise mit der Gliederung. Wir wollen eben einführen, was ist das IFS überhaupt? Dann wollen wir ein bisschen grundsätzlicher werden und eben darüber reden, okay, was ist überhaupt die neue Rechte? Was gibt es für Kritik am Begriff? Dann macht Karl weiter mit der völkischen Ideologie des Instituts für Staatspolitik. Also woran sieht man da völkische Ideologie und was wäre völkische Ideologie überhaupt? Dann gehen wir auf die Gefahren ein, die damit einhergehen, zum Beispiel eben auch Gewalt und Rechtsterrorismus. Und dann sozusagen wird es positiver, weil wir unsere antifaschistischen Perspektiven da aufzeigen wollen und aber auch die Ziele als auch die Probleme. Genau, und dann haben wir halt Zeit für eine Diskussion. Genau. Genau, ganz kurz, IFS, was ist das? Erstmal natürlich örtlich. Wir haben hier, ihr seht hier eine Karte. Auf der Karte ist Schnellruder zu sehen, ist Teil der Gemeinde Steigra und das ist Teil des Saalekreises. Markiert ist da zum Beispiel neben dem Geflügelhof auch der Verlag Antaios. Genau, und das ist ein relativ zentraler Punkt, relativ, also kann man sagen, Kernelement der neuen rechten Szene in Deutschland. Genau, und dort beheimatet, also wenige Autominuten entfernt von sowohl Merseburg als auch Halle. Genau, das Institut für Staatspolitik wurde im Jahr 2000 gegründet. Einige der Gründer waren eben Götz Kubitschek, über den wir heute leider noch mehr hören werden, und Karl-Heinz Weißmann. Die haben sich allerdings zerstritten, schon 2009, über strategische Fragen. Da wird, glaube ich, im Ideologieteil auch noch relativ viel zu kommen. Aber es ging mehr oder weniger um zwei Fragen. Zum einen, okay, mit welchem Stil machen wir das? Und was ist eben unsere Strategie? Wollen wir irgendwie elitärer, bürgerlicher auftreten oder durchaus auch offen sein für verschiedene rechtsextreme Netzwerke? Tatsächlich ist das IFS kein Ergebnis sozusagen, was schon immer in Sachsen-Anhalt war, ist kein Ergebnis sachsen-anhaltischer Verhältnisse, kann man gewissermaßen sagen, sondern wurde ursprünglich in Bad Vilbel in Hessen gegründet und ist 2003 nach Schnellruder gegangen. Da muss man dazu sagen, jetzt hat es sich da auch durchaus etabliert und ist relativ fest verankert, aber es war nicht die erste Wahl, man ist eher in den Osten nach Sachsen-Anhalt ausgewichen. Die Struktur ist folgendermaßen, es gibt das Institut, aber Institut kann sich ja erstmal nicht jeder nennen. Die Struktur ist so, dass es da eben einen Trägerverein gibt, den Verein für Staatspolitik, der aber nicht weiter auftritt, sondern der rechtliche Träger eben ist. Auch relativ relevant, man kann sagen, es gibt drei Säulen. Es gibt dieses Institut, dann gibt es die Zeitschrift Sezession, die haben auch einen angeschlossenen Blog, wo regelmäßig Beiträge veröffentlicht werden, aber prinzipiell gibt es so eine, ich denke, quartalsweise, manchmal auch öfter erscheinende Zeitschrift, eben die Sezession, die dann eben auch an Zahlen Abonnenten geht, wo eben Hauptprofit wahrscheinlich auch gemacht wird. Und dann gibt es den Verlag Antaios, ursprünglich als Edition Antaios gegründet, wo eben verschiedene Bücher aus der extremen Rechten veröffentlicht werden. Man muss dazu sagen, die Palette ist relativ breit, weil sie teilweise auch von anderen Verlagen einkaufen und dann bei sich sozusagen über den Versand wieder verkaufen, zum einen. Und zum anderen haben sie es geschafft, und da werden wir gleich aber noch mehr drüber hören, durch den allgemeinen gesellschaftlichen Rechtsdruck auch mehr zu verkaufen tatsächlich. Also dann wird da eben auch Menschenfeind wie Akif Pirinci verlegt, weil alle anderen Verlage gesagt haben, den wollen wir nicht mehr. Und dann ist er natürlich zu Antaios gegangen, was natürlich auch ein großer Popularitätszuwachs für den rechtsextremen Verlag mit sich gebracht hat. Genau. In Schnellruder muss man sich das so vorstellen. Wir kennen die Situation ja durch verschiedene oder viele Proteste, die wir da schon gemacht haben. Es gibt dieses Verlagsgebäude, das wird von Kubitschek, und da werden wir bei Inszenierung auch noch drüber reden, immer so verkauft als das Rittergut, das ist so riesig, das ist das Zentrum der neuen Rechten, der intellektuellen neuen Rechten, aber es ist natürlich Quatsch, das ist an sich ein Bauernhof. Wir nennen drei Seiten oder zwei Seiten Hof, da gibt es eine Diskussion, aber letztendlich ist es halt ein Bauernhof und der ist auch nicht groß genug, um da diese Tagungen und Kongresse zu veranstalten, die da stattfinden. Deswegen findet es letztendlich in der Dorfkneipe statt, hier die Pension zum Schäfchen,
wo der Wirt, muss man sagen, sich auch einfach darauf eingelassen hat, dass da irgendwie ständig dann alle faschistischen Veranstaltungen aus der Umgebung stattfinden. Genau, und da finden dann auch oft unsere antifaschistischen Proteste statt, weil da sich sozusagen dann die 100 Burschenschaftler, Identitäre, Verschwörungstheoretiker in alle möglichen anderen Teile der extremen Rechten halt da treffen, wenn das Institut für Staatspolitik dort zu Veranstaltungen einlädt. Genau, und das ist sozusagen auch auf der anderen Seite des Dorfes, das ist relativ überschaubar, das sind 5 Minuten weit weg, aber es ist auch relativ wichtig, okay, sie treffen sich da eben nicht auf diesem mystifizierten Rittergut, sondern eben im Schäfchen. Genau, prinzipiell, und das ist natürlich auch erstmal ein eigener Anspruch, damit sagt man ja auch erstmal relativ viel aus, was man denn gerne wäre, bezeichnet sich das IFS selbst als Think Tank beziehungsweise als Denkfabrik der neuen Rechten. Und da muss man natürlich sagen, sowohl Institut als auch Denkfabrik kann sich ja erstmal jeder nennen. Das ist irgendwie weder ein geschützter Begriff, noch sagt es aus, dass da irgendwie die Gedanken besonders originell und sinnvoll wären, sondern aber man drückt damit ja auch was aus, man macht damit ja auch Propaganda für seine Sache, indem man eben sagt, okay, wir setzen uns hier zusammen und dann entwickeln wir voll die Gedanken. Das klingt ja erstmal nicht nach Propaganda, sondern irgendwie nach Wissenschaft, aber das ist es natürlich nicht zwangsläufig. Prinzipiell aber kann man sagen, es ist ein sogenanntes Think Tank der neuen Rechten. Die Vernetzung, werden wir auch noch was drüber hören, ist halt so, dass inzwischen eigentlich Vernetzung in jede Struktur der extremen Rechten gibt. Das hatte ich ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen mit dem Hinweis auf Burschenschaftler, Identitäre, NPDler, Freie KameradschafterInnen und sowas, dass die eigentlich das IFS in jedem Teil dieser Rechtsaußenszene zu finden ist. Aber insbesondere natürlich zur identitären Bewegung. Man muss dazu sagen, die EFS-Struktur hat zuerst relativ auch ablehnend auf die identitäre Bewegung geguckt und dachte, okay, die sind vielleicht zu militant oder irgendwie zu jung und unerfahren und so weiter. Und außerdem war man ein bisschen sauer, weil man einige Formate auch selber schon vorher gemacht hatte und war ein bisschen sauer, dass die so beliebt sind, beziehungsweise so viel Medienaufmerksamkeit erfahren. Hat sich dann aber ab 2016 auf jeden Fall gedacht, gut, wir müssen da die Kooperation verstetigen. Und seitdem, 2016 bis 2019, war jede EFS-Veranstaltung eigentlich nur voller Identitärer. Genau, dann auf jeden Fall enge Verbindungen zur AfD. Der wissenschaftliche Direktor, so nennen die das, des Instituts, Erik Lehnert, war ja zum Beispiel auch Chef der, oder war im Vorstand der Desiderius Erasmus Stiftung, das ist die Parteistiftung der AfD, die ja zum Glück noch nicht so richtig an den Start gegangen ist. Erik Lehnert ist ja auch Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten, von AfD-Lern und etliche andere, ob es jetzt Autoren sind, ob es jetzt Praktikanten sind, ob es jetzt was auch immer ist, arbeiten inzwischen eigentlich für AfD-Strukturen. Genau, und dann gab es noch das jetzt inzwischen auch zum Glück ein bisschen mehr in der Versenkung verschwundene Netzwerk 1% für unser Land, wo Götz Kubitschek ja selbst zu den Mitbegründern zählt, mit anderen Leuten wie irgendwie Jürgen Elsässern und auch eine Reihe von AfD-Lern, die da sehr prominent auftreten. Man hat sich im IFS, also hat man, glaube ich, es geschafft, von dem allgemeinen gesellschaftlichen Rechtsruck, den wir alle beobachten konnten, dahingehend zu profitieren, dass man es geschafft hat, sich an jede Bewegung, die da aufsteht oder so, oder an jede Struktur, die sich da neu gründet oder neu findet, direkt heranzuschmeißen. Also haben wir so ab 2015 eigentlich, dass Kubitschek sich richtig anbiedert und dann immer zu Pegida geht, zu Legida gehen die und zu anderen rechtsextremen Gruppen. Also da gibt es extreme Vernetzungen hin, aber gleichzeitig auch, dass das IFS da extrem auch versucht, hinterher zu sein aus unserer Perspektive. Genau, was sich da entwickelt hat in der Vernetzung, letztendlich hätte man schon 2010, eigentlich schon 2000 sagen können, okay, das sind halt Leute, die in der Tradition des völkischen Nationalismus stehen, die sich selbst in die Tradition des völkischen Nationalismus der Weimarer Republik stellen, die da selbst irgendwie Weimarer Republik selbst spielen wollen. Und das hätte man natürlich schon vorher feststellen können, dass es mit so irgendwie Menschenrechten und auch das, was man, wenn man das Grundgesetz interpretiert, Menschenwürde und so weiter, nicht wirklich vereinbaren kann. Beim Verfassungsschutz hat es eben bis 2020 gedauert, also bis zu diesem Jahr im April. Da hat man dann beschlossen, dass das IFS jetzt Verdachtsfall ist. Also so, wir sehen da eher die Kritik am Verfassungsschutz bestätigt. Nichtsdestotrotz, genau, ist es das jetzt. Weil man einfach gesehen hat, okay, wenn man sagt, irgendwie es gibt extreme Rechte bei Pegida, es gibt sie in der AfD, identitäre Bewegung ist jetzt irgendwie rechtsextremistisch laut Verfassungsschutzbericht seit 2 Jahren, dann muss man auch das IFS dazu erklären. Das hat, glaube ich, auf Bundesebene beim Bundesamt für Verfassungsschutz dann gezogen, dass die sagen, okay, dann müssen wir das jetzt doch mal so nennen. Auf Landesebene noch nicht, ne? Genau, und dazu kommt, genau, ja, auf Landesebene hat man weiter beschlossen, identitäre Bewegung, Verdachtsfall meinetwegen, aber IFS gibt es keinen Grund zu und so weiter. Obwohl man hier sozusagen Sachsen-Anhalt vor Ort wäre, das wäre die zuständige Behörde, aber nur das Bundesamt hat sich dazu durchgerungen. Und da gibt es dann auch den Satz,
der einerseits auch ein bisschen problematisch ist, aber dann zeigt, okay, was für eine Bewertung da jetzt vorliegt. Man hat dann gesagt, das IFS ist so einer von den Superspreadern für Hass und Gewalt, weil das ja wegen Corona dann eh in aller Munde war. Genau, vielleicht noch ein bisschen detaillierter auf AfD und Institut für Staatspolitik eingegangen. Das zeigt, geht auch so ein bisschen in die Richtung, die ich vorher gesagt hatte. Und zwar hier, wie verhält sich das IFS zu identitären Bewegungen? Da ist man auch früher auf Distanz gegangen, hat dann gesehen, okay, die haben ja viel mehr mediale Resonanz als wir. Das sind ja tatsächlich jetzt nicht viele, also die identitäre Bewegung war ja auch nie eine Bewegung, sondern eben so um die 300 Leute, die aus anderen rechtsextremen Strukturen abgezogen wurden und sich neu formiert haben. Aber man hat halt gesehen, okay, die bauen da Ortsgruppen auf, das ist uns vorher nicht gelungen. Also müssen wir die versuchen mit zu integrieren. Und die haben dann im Gegenzug dafür so ein bisschen versucht, diesen akademischen Charme des IFS, den sie sich selbst andichten, zu bekommen. Und mit der AfD und dem IFS ist es ganz ähnlich. Zum Beispiel Götz Kubitschek und seine Frau Ellen Kosuza wollten ja selbst mal in die AfD eintreten 2014. Das wurde abgelehnt. Man hat gesagt, nee, die haben ja eine rechte Vergangenheit. Die wollen wir jetzt nicht. Natürlich auch strategisch medial inszeniert, würde ich persönlich sagen, dass man sich sozusagen das nicht erlauben wollte. Auf jeden Fall wurden die ja nicht genommen. Und dann hat man auch eher öfter gesagt im IFS, naja, also Parlamentarismus ist uns ja egal, da werden wir nachher noch drüber reden, aber wir machen ja Metapolitik, es geht um den vorpolitischen Raum, wenn wir jetzt hier 20 junge Leute erreichen, die dann hippe YouTube-Kanäle erschaffen und irgendwie Imkern und irgendwie auf Dörfer ziehen, dann ist das ja viel besser und hier in Schnellroda, das zählt ja auch und was die AfD macht, die ist ja eh bald wieder weg, Parlamentarismus bringt überhaupt nichts. Und dann geht die AfD durch, holt 25% in Sachsen-Anhalt, ist in jedem Landesparlament drin, geht in den Bundestag so und dann waren die Bedenken plötzlich völlig hinfällig und die ganzen IFSler bemühen sich wirklich sehr stark, den sozusagen Nachwuchs und die MitarbeiterInnen dann für die zu stellen. Also die AfD hatte natürlich dann auch Bedarf an MitarbeiterInnen, die irgendwie zumindest so tun, als würden sie dann irgendwie die Pressemitteilung schreiben und so weiter. Und da hat man dann eben die IFSler gefunden. Und da geht es eben ein bisschen, die ganze Führungsriege, sage ich mal, der neuen Rechten hat da jetzt eine Anstellung gefunden. Wir würden also sagen, es gab früher eine inszenierte Distanz, dass man halt gesagt hat, naja, wir sind ja völkisch, wir interessieren uns nicht für diese Parteiengeschacher, wir gehen ja nicht zum Parteitag. Und heute sagt man, naja, die AfD ist unsere beste Chance, irgendwie hier einen völkischen Umsturz zu machen. Und deswegen gibt es eine sehr, sehr enge Verbindung, eigentlich seit 2017. Wir haben zum Beispiel auch einmal in Thüringen Mitproteste organisiert, wo es um das Flügeltreffen, damals rechtesten Flügel der AfD, heute ist er inzwischen aufgelöst. Und existiert quasi einfach in den offiziellen Strukturen weiter. Und dort haben wir dann dagegen protestiert, weil eben auch das ganze IFS da aufmarschiert ist. Und 2018 dann ging die Annäherung noch weiter. Da fand dieses Flügeltreffen gleich bei Kubitschek in Schnellroda statt, beziehungsweise dann im Schäfchen, zumindest der erste Teil. Und ansonsten kann man auch sagen, das Institut für Staatspolitik veranstaltet regelmäßige Kongresse. Und da, wenn man sich die Referentenliste anguckt, ist es halt Gauland, ist alles Weidel war da, Jörg Meuthen war da, Höcke ist da ständig, ich glaube Kalbitz war auch schon da und so weiter. Also alle Leute, die in der AfD irgendwie berühmt sind, egal in welchem Flügel man ihnen, die bürgerliche Presse jetzt sagt, das sind jetzt Liberale und das sind jetzt Faschisten oder sowas, egal welcher Flügel sie zugeordnet werden, sie gehen eigentlich alle nach Schnellroda, beziehungsweise gingen das zumindest in den letzten Jahren. Genau, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wir machen unsere Proteste vor allen Dingen dann, wenn eben in Schnellroda Veranstaltungen sind. Also es ist meistens als Gegenprotest ausgelegt, obwohl wir auch sagen, wir wollen nicht nur reagieren, halten das aber trotzdem für sinnvoll. Prinzipiell, das Institut für Staatspolitik nennt sich eben Institut, deswegen macht man ja auch keine Treffen, sondern man macht ja Akademien. Und dann gibt es eben eine im Sommer und eine im Winter. Also Sommer wäre sowas wie Richtung Herbst und Richtung September und Winterakademie wäre immer so Januar, Februar. Die fänden im Schäfchen statt und da sind dann, kann man sagen, 90 bis 150 jüngere tatsächlich extreme Rechte, die quasi das ganze Spektrum abdecken. Und was die Referenten angeht, früher hatte man tatsächlich, also 2016, 17, haben wir tatsächlich mehr beobachtet, dass sie tatsächlich versuchen, irgendwie aus der außerparlamentarischen faschistischen Szene unterschiedliche Leute ranzuholen. Da hatten wir auch tatsächlich mehr aus irgendwie europäischem Ausland. Es gab Jack Donovan, das ist so ein er ist stolz darauf, dass er besonders gewalttätig ist, habe ich das Gefühl. Er ist so ein militanter Männerrechtler und Typ, jemand, der so Bücher schreibt wie Der Weg der Barbaren und das ernst meint. Genau so einer ist das. Der war zum Beispiel da
Und eben verschiedene berühmte extreme Rechte. Aber das hat abgenommen. Oftmals gibt es jetzt so recycelte Vorträge von den eigenen Leuten und eben AfD-Spitzen. Genau. Was dazu noch gibt, und das zeigt ja auch, was passieren könnte, wenn die AfD irgendwann mal in eine Regierungsbeteiligung kommt. Es gibt die Herbstakademie in Graz. Die wird direkt auch mit dem Freiheitlichen Akademikerverband, also mit dem Verband der FPÖ zusammen gestaltet. Also da hat man tatsächlich dann jetzt nicht mehr, aber in Österreich eine Regierungspartei gehabt, die das eben mit dem IFS zusammen, indirekt zumindest, Veranstaltungen ausrichtet und dort eben diese ganze Palette an extrem Rechten, an völkischer Ideologie dort irgendwie eine riesige Bühne bietet und das auch in Graz in so einem offiziellen Gemeindegebäude, also sozusagen dann das Stadtpalais wird eingeladen und da sitzen dann die ganzen Identitären und andere Leute. Genau, was es auch noch gab, sind staatspolitische Salons, eben auch, wir haben Akademien und Salons und so. Diese finden zum einen immer noch in Berlin statt und in Halle im Hausprojekt der Identitären Bewegung, was ja zum Glück inzwischen auch aufgrund des massiven Gegenprotests und innerer Verwerfung Geschichte ist. Da gab es dann eben auch. Aber oft war es eben so, dass die in Berlin dann einen Vortrag gehalten haben für beispielsweise so ein Sezessionsautor, hat sich jetzt Gedanken darüber gemacht, irgendwie was er jetzt von Japan hält und die hätten ja so wenig Einwanderung und das finden wir gut so als Rechte und hat den Vortrag in Berlin gehalten und am Tag danach auch in Halle beim Identitären Hausprojekt. Genau. Und ansonsten, was ja auch sehr, sehr stark medial rezipiert wurde, war zum Beispiel die Teilnahme an Buchmessen, da insbesondere in Frankfurt und Leipzig und da hatten sie ja in Frankfurt 2017 es ja geschafft, quasi gegenüber dem Gegenprotest durch sehr militantes Auftreten tatsächlich dort extrem raumgreifend zu sein, extrem viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Genau, was sich in Leipzig dann auch wiederholt hat. Allerdings hat die Buchmesse, auch wenn sie nicht, wie wir es ja fordern würde, die extrem rechten Verlage einfach ausschließt, hat die inzwischen darauf reagiert und es klappt nicht mehr so gut. Und was es seit Neuerem auch dazu gekommen ist, es gibt, gibt Kongresse, Veranstaltungen in Magdeburg auch, in vor allen Dingen der Halber 85, wo es ja dankenswerterweise auch eine Initiative gegen gibt, wo dann auch irgendwie 20 Jahre IFS demnächst gefeiert werden soll. Genau, das wäre nochmal so ein bisschen Bilder von den Veranstaltungen des IFS. Wenn sozusagen unser Protest stattfindet, sieht man eigentlich relativ oft oder sah man am Anfang vor allen Dingen, dass die Identitären und andere Leute, IFSler insgesamt, gar nicht so das dringende Bedürfnis hat, ihren Vorträgen zuzuhören, sondern sie haben tatsächlich viel eher gesagt, okay, da sind Linke, die hier in unserem Dorf, also vermeintlich ihrem Dorf, protestieren wollen. Das heißt, sie gehen auf die Straße in dem Sinne und hängen in ihren Vorgärten rum und machen deutlich, dass sie, wie sehr sie Antifaschistinnen hassen. Das war 2016 und 2017 vor allen Dingen so. Inzwischen haben sie eher die Strategie gewechselt und versuchen zu ignorieren. Also wenn wir da sind, dass sie einfach so tun, als wären wir nicht da und ihre Konferenz durchziehen wollen, weil sie halt sozusagen auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, glauben wir zumindest, da irgendwie ständig Stärke zu demonstrieren und sozusagen sich jedem Infostand entgegenzustellen. Genau, können wir ja nachher noch darüber diskutieren, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Dann, genau, die ganzen, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, es ist viel Inszenierung dabei, aber Inszenierung ist natürlich relativ wertlos, wenn es dir niemand glaubt. Und da haben wir tatsächlich eine Verbesserung festgestellt, weil diese Beispiele sind auch aus 2016-17 in großen Teilen. Da hat man tatsächlich eine Rezeption von Institut für Staatspolitik, die eigentlich eine Kopie von der Inszenierung waren. Also hier links zumindest von mir aus, ist eine Headline vom Spiegel, der dunkle Ritter. In der Online-Version haben sie es jetzt noch versucht, so ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen und der dunkle Ritter Götz geschrieben. Aber der aus der Print-Version steht dann halt einfach so ein Bild von Götz Kubitschek. Er sitzt so auf dem Stuhl und ist so in sein Buch vertieft und alles drum ist so Holz und Bauernhof und so ein Kram. Und da steht tatsächlich einfach drin, naja, das ist so interessant und der ist ja auch so intellektuell, mit dem muss man reden, bestimmt ist da irgendwie ein Kompromiss drin. Das heißt, wir haben da tatsächlich eine Situation, wo das, was Sie machen wollen, obwohl Sie letztendlich völkischen Nationalismus vertreten, sagen, das ist in Ordnung, weil wir haben ja studiert und kennen viele Fremdwörter. Und diese Inszenierung kauft hat der Spiegel zumindest in diesem Punkt so, das hat sich ja auch geändert, den abgekauft. Und das andere wäre auch ein Bild aus so einem Zeitungsartikel, wo er dann eben auch vor der Bücherwand präsentiert ist. Der Zeitungsartikel ist nicht so schlimm wie Der dunkle Ritter, aber es geht schon darum, okay, was sind die prägenden Merkmale so? Und das bei Götz Kubitschek könnte man ja sagen, das prägende Merkmal ist eigentlich, dass er irgendwie 150 teilweise militante Faschistinnen zu sich einlädt. Aber sie haben halt beschlossen, das Merkmal ist, er Verleger, er macht Bücher. Das möchte ich jetzt zeigen. So, der ist so ein bisschen mysteriös. Also das haben wir auch
kritisiert. Und das war auch so ein Punkt, warum wir anfangs auch gedacht haben, okay, die Proteste sind irgendwie notwendig, weil man diese Rezeption eigentlich nicht durchgehen lassen sollte. Weil zum einen stimmt es nicht und zum anderen hat es natürlich auch eine größere Gefahr, wenn irgendwie Leute, die sich selbst irgendwie für die Elite halten, dann halt irgendwie mit denen meinen, sie müssen ins Gespräch kommen. Da gibt es auch verschiedene Stellen. Zum Beispiel, ich glaube, der Tagesspiegel hatte mal auch geschrieben, Götz Kubitschek, der Verleger, der den Sturm liebt, das geht zum Beispiel genau in die Richtung des Dunklen Ritter. Ich denke, da ist die Faszination mit den einzelnen Journalistinnen durchgegangen. Genau. Auch Teil der Rezeption ist immer wieder der Begriff Neue Rechte. Den habe ich bestimmt auch schon 15 Mal verwendet jetzt gerade. Und wir verwenden den Begriff tatsächlich auch geschrieben in Anführungsstrichen, weil er auch Probleme mit sich bringt. Also kurzum, was damit gemeint, wir würden einfach sagen, okay, das ist dieser faschistische Imagewandel nach dem Zweiten Weltkrieg. Tendenziell kann man sogar die NPD früher in die Neue Rechte einordnen, weil sie das tatsächlich auch Ergebnis war von, okay, in Deutschland jetzt die NSDAP wird verboten, die Nachfolgeorganisationen werden auch verboten. Es gibt extrem Rechte, die irgendwie ihre Positionen auch darüber ändern. Es gibt irgendwie eine neue Generation von extrem Rechten und die versuchen dann sozusagen mit der Situation im Nachkriegsdeutschland irgendwie sich neu zu organisieren. Versuchen sie historisch teilweise auch mit dem NS zu brechen, also oft strategisch, manchmal auch ernst gemeint und sich neu faschistisch aufzubauen. So, das ist so ein bisschen dieses einfach, es gibt eine Kontinuität in den Inhalten, aber es ändert sich am Image. Also viele würden auch sagen, es kommt sozusagen, der Begriff kommt aus Frankreich, von der Nouvelle Droite, und dass da sozusagen Leute auch mit dem Kolonialismus zum Beispiel gebrochen haben. Das heißt, man wollte halt irgendwie nicht mehr dieses, die extreme Rechte hat dort üblicherweise zum Beispiel im Algerien-Konflikt und so weiter, eher die Position eben des starken Kolonialfrankreich vertreten, gesagt, okay, wir sind eben die weißen Franzosen, wir müssen halt irgendwie auch über die Menschen Afrika und aus dem arabischen Raum herrschen. Und das wäre sozusagen unser Recht. Und als es dann immer weiter, also sozusagen als der Kolonialismus immer weiter seinem Ende entgegengegangen ist, haben sie halt gesagt, okay, wir verschieben jetzt die Akzente, wir setzen auch jetzt auf Europa der Vaterländer und auf den Ethnopluralismus, also alle sind gleichberechtigt, aber nur nicht hier. Hier wollen wir eben nur dann Franzosen sein, beziehungsweise Deutsche sein. Also es gibt diese Unterschiede. Also in Deutschland insbesondere versucht der Imagewandel, in Frankreich auch, weil man ja auch mit dem Vichy-Regime als NS-Kollaborateur brechen musste, aber eben auch gewissermaßen ein bisschen neue Antworten auf die unterschiedlichen Situationen in der Welt zu stellen. Genau, deswegen kann man Neue Rechte als Begriff schon verwenden. Das meint ja auch eine unglaubliche Anzahl von Akteuren, wo wir gleich noch drauf kommen werden. Aber man darf auch Kontinuitäten nicht verschleiern. Weil man eben, wenn man sagt Neue Rechte, dann wirkt das direkt schon entschuldigend oder beziehungsweise so wird es oft verwendet. Entschuldigend dafür im Sinne von, naja, wir haben ja mit denen vorher nichts zu tun. Wir müssen uns ja sozusagen ganz gleich hier nochmal neu aufstellen. Ich hatte vorhin viele AkteurInnen angesprochen. Das ist tatsächlich ein Beispiel, ist Pegida, wo Götz Kubitschek 2015 eine sehr beachtete, also in der extrem Rechten sehr beachtete Rede gehalten hat. Dann war er auch gleich direkt noch in Chemnitz bei den Ausschreitungen 2018, wo es ja zu diesen Hetzjagden kam, wo die tatsächlich auch gesagt haben, naja, so jetzt, das wäre es jetzt. Also da haben extrem viele Leute aus dem Umfeld auch tatsächlich so drauf geguckt, so drauf gehofft, dass es tatsächlich irgendwie ein Auslöser wäre für etwas viel Schlimmeres. Aus unserer Perspektive natürlich. Und da haben wir links oben, da ist tatsächlich Götz Kubitschek mit Matteo Salvini, dem Chef der Lega Nord, inzwischen glaube ich noch Lega, der auch zwischenzeitlich und viel zu lange Innenminister und Vizepremier von Italien war, der ja einen extrem rigiden Kurs gegen Geflüchtete gefahren hat, der einen Kurs quasi gefahren hat, der sehr stark von Hetze bestimmt war und so weiter. Und da posiert er dann mit der Wirma-Flagge. Die Wirma-Flagge ist sozusagen aus diesem nationalkonservativen Widerstand, so ist zumindest das Narrativ, das herrschende Narrativ, muss man sagen, diesen nationalkonservativen Widerstand mit Stauffenberg und so weiter gegen Hitler gekommen ist. Und da eignet sich das natürlich als neue Rechte hervorragend, um sich das anzueignen. Also man kann zum Beispiel sagen, hier siehst du, wir sind gar nicht nationalsozialistisch, wir wollen nur das, was Stauffenberg halt wollte. Dass es nicht desto trotz irgendwie auch antisemitisch und rassistisch und so weiter war, ist noch eine ganz andere Frage. Und es ist auch eine ganz andere Frage, dass sie sich die Fahne auch einfach aneignen. Und dann haben wir rechts unten ein Beispiel für diese entschuldigende Tradition der neuen Rechten wäre ein Ausschnitt aus einem Sticker der Identitären Bewegung. Da steht drauf 0% rassistisch, 100% identitär. Und da ist dann so ein Navi drauf, also als von diesem Avatar James Cameron Film mit diesen blauen Aliens. Und die verteidigen ja auch nur ihren Planeten und sagen die Menschen halt, sie müssen verschwinden. Und das ist aber so eine Vorstellung, wo der biologische Rassismus tatsächlich dagegen schon durchkommt. Also der biologische Rassismus ist eben da, wenn man sagt, okay, die
Fremden sind halt wie die Aliens und wir sind dann wie die Menschen oder umgekehrt und müssen dann sie vertreiben. Das Beispiel gibt es auch mit so klischeehaften Indianersachen, wo man sich als weiße europäische Person in die Rolle des Indianers versetzt. Genau, aber letztendlich eben, das sind alles Möglichkeiten, wie man sich sozusagen von diesem biologischen Rassebegriff versucht abzusetzen, obwohl man die Tradition weiter trägt. Genau, wir zur Struktur nochmal. Wir haben hier ein Beispiel von 1%, die tatsächlich auch ja, regelmäßig so Propagandabeiträge abliefern. Da haben wir einfach ein Beispiel dafür, okay, wie der Antisemitismus einfach in der Kontinuität steht. Zum Beispiel in Verschwörungstheorien, antisemitischen Verschwörungstheorien über George Soros, diesen US-amerikanischen Milliardär, wo man den halt dann als Staatsmann ohne Staat bezeichnet und halt irgendwie zeigt, wo er alle seine Finger angeblich drinstecken hätte. Und das zeigt ganz klar eine antisemitische Tradition, wo man sagt, okay, in dem Text geht es dann darum, okay, er kommt irgendwie aus Ungarn, aber er mag den Staat gar nicht und jetzt in den USA, aber er mag den Staat auch nicht. Also diese Vorstellung, dass Jüdinnen und Juden sozusagen grundsätzlich illoyal ihrem Staat gegenüber wären, wo sie halt nun mal drin sind und deswegen so eine globalistische Agenda fahren würden. Das Bild daneben mit diesen sympathischen Bundeswehrsoldaten mit Schärpe kommt aus der Recherche über rechtsextreme Prepper, die sich auf den Tag X vorbereiten. Wie gesagt, auch viele Bezüge zu neuen Rechten, zu Studentenverbindungen und so weiter drin. Das ist nur ein Beispiel, okay, was für Ausmaße irgendwie eine neurechte Szene auch haben kann, weil man sich da, glaube ich, keine Illusion machen darf. Und ganz unten, das hat dann wieder einen stärkeren Bezug zum IFS, sieht man einen Aufmarsch der Casa Pound, wo sie Hitler oder jeweils Mussolini-Grüße machen. Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Die Casa Pound ist lange Zeit ein Vorbild gewesen für die identitäre Bewegung und dann später auch fürs IFS, weil sie bis vor kurzem noch in Rom ein eigenes Hausprojekt haben konnten und selbst so, sag ich mal, subkulturelle Veranstaltungen gemacht haben und da als faschistische Jugendbewegung halt die ganze Nachbarschaft terrorisiert haben und da eben Jagd gemacht haben auf Migrantinnen und Linke. Aber das galt sozusagen lange Zeit als Vorbild, als Zitat Faschismus des dritten Jahrtausends. Und da, also, waren ja drei Akteure aus dem Umfeld vom IFS eben vor Ort und haben eben mit abgehitlert. Genau, stimmt. Also da muss man einfach sagen, da gibt es keine Distanz, sondern eben, dass sie sich auch daran beteiligt haben und dass sie da des Öfteren Exkursionen drin veranstaltet haben. Genau, das ist auf jeden Fall gut, dass das Hausprojekt jetzt weg ist, was das sozusagen über solche Aufmärsche aussagt und ob quasi da dann was dagegen gesetzt wird, ist natürlich noch eine andere Frage. Genau, und Rezeption hatten wir vorhin, da hat sich jetzt was verändert, denn man darf die Inszenierung des IFS, und davor waren wir immer und recht lange, die Inszenierung des IFS nicht einfach so übernehmen. Da hatten wir noch zwei Beispiele. Hier hätten wir sozusagen ein eigenes Bild, wo eben Kubitschek und seine Frau Ellen Kositzer da in ihrer Wohnstube sitzen. Und das ist, wie gesagt, alles mit Büchern und das soll so altertümlich sein. Und dann gibt es so Geschichten darüber, irgendwie welche Kartoffeln sie züchten und wie die Ziege heißt und so weiter und so fort. Ne? Also ist auch ein bisschen witzig, aber tatsächlich ist es ja eine sehr ernst gemeinte Sache, so, die sehen halt darin in der Frage, okay, wie sortiert man die Kartoffeln, welche faschistischen Bücher liest man und so weiter, sehen die ja auch einen Entwurf für die Gesellschaft, der für uns alle total katastrophal wäre. Deswegen sollte man das natürlich nicht kopieren. Und das links wäre eben nochmal von der Buchmesse, wo man so vermeintlich friedlich steht und so witzig irgendwelche Veranstaltungen von Linken stört und so. Aber was tatsächlich auf der Buchmesse passiert ist, ist ja etwas anderes. Also wenn man sich auch anguckt, okay, was gab es da für Übergriffe und sowas. Gut. Genau, und jetzt will man noch fragen, okay, was sind denn die zugrunde liegende Ideologie der neuen Rechten? Ja, da fange ich mal an und wir haben ja schon ein paar Andeutungen gehört. Ich werde gar nicht alles groß ausführen können, denn das wäre ein eigener Vortrag für sich. Der Fokus wird bei der völkischen Ideologie liegen, aber zunächst noch mal ein paar Worte zu anderen Kernelementen. Also dieser völkische Nationalismus wird ja von ihm selbst Ethnopluralismus genannt. Wie Lukas schon angedeutet hat, geht es ja darum, letztendlich ähnlich wie die alte Blut- und Boden-Ideologie, also dass jedes homogene Volk ein angestammtes Territorium hat und dass dementsprechend auch mehrere Völker parallel existieren können. Außer eben Leute von einem Volk wollen irgendwo anders hin, also Migration oder sowas, dann muss man es verteidigen beispielsweise. Und natürlich gibt es ein paar überlegene Völker und ein paar unterlegene Völker und so weiter. Aber darauf werden wir später noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Ganz klar, wie in jeder faschistischen Ideologie immanent, ist die Gewaltbereitschaft. Dazu hatten wir ja schon ein bisschen was gehört und werden auch noch ein bisschen was sehen. Das brauche ich, denke ich mal, nicht weiter ausführen. Ganz klar haben wir auch schon gesehen, der Antisemitismus und eben völkischer Nationalismus natürlich auch quasi logisch drin, der Rassismus.
Und ganz klar auch der Sexismus, also vor allem sehr erzkonservative Rollenbilder und so weiter und so fort und eben antifeministisch und so weiter. Hinsichtlich der völkischen Ideologie möchte ich zwei Beispiele mit euch anschauen, nämlich einerseits das Buch Finis Germania von Rolf-Peter Sieferle. Das wurde 2017 veröffentlicht. Und zunächst mal ein paar Wörter zu den Umständen der Veröffentlichung. Und zwar hat der Spiegelredakteur Johannes Salzwedel damals dieses Buch in die Sachbuchliste vom NDR und von der Süddeutschen Zeitung gewotet, indem er alle seine Punkte eingesetzt hat. Und das ist eigentlich ziemlich untypisch, denn normalerweise werden die Punkte eben verteilt. Der Vorgang und die folgende Debatte, Diskussion hat ja ziemlich viel Publicity gebracht für das Buch und für den Verlag Antaios. Und das Buch wurde dann auch zum Bestseller. Dabei ist es natürlich auch kein Zufall, dass das Buch nach dem Tode des Autors 2016 bei dem rechten Verlag eben Antaios veröffentlicht wurde. Hier seht ihr ein paar Textausschnitte und die sollen ein bisschen unterstreichen, wie immanent oder wie wichtig der Antisemitismus bei der Definition des Deutschseins oder des deutschen Volks bei Sieferle ist. Zunächst einmal lese ich hier mal das kurze Zitat hier oben vor. Und zwar geht das folgendermaßen. Da die Juden keinen Anteil an der christlichen Ehre haben konnten, nisteten sie sich in den Nischen dieser Gesellschaft ein als Wucherer und Händler. Auch hier eine Affinität zu den Deutschen, die von Helden zu Händlern geworden sind, von aller Welt verachtet und auf ihren Vorteil bedacht. Es geht hier vor allem um die Zeit auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich denke mal, der Antisemitismus ist ziemlich offensichtlich. Ganz klar wird hier der Antagonismus, also das Widerspiel deutsche Juden oder Jüdinnen und Juden aufgemacht und auch ganz klar gezeigt, dass Jüdinnen und Juden eben nicht zum deutschen Volk gehörten und auch immer auch nicht gehören werden. Das antisemitische Bild vom Parasiten wird hier auch ganz deutlich eben auf die Deutschen übertragen. Und es geht letztendlich darum, dass sozusagen die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg die neuen Opfer waren. Das sieht man noch ein bisschen besser am zweiten Beispiel. Das werde ich nicht ganz vorlesen, aber ich fange mal an mit den ersten Sätzen. Und zwar, wenn Deutschland heute als historische Größe verschwunden und zum bloßen wirtschaftsgeografischen Begriff geworden ist, wird sein schrecklicher Name doch im Gedächtnis der Völker erhalten bleiben, ganz unabhängig davon, was in diesem Lande wirklich geschieht. Da der Holocaust keinem profanen, sondern einem auserwählten Volk widerfahren ist, wurde das Volk der Täter ebenfalls der profanen Geschichte entrückt und in den Status der Unvergänglichkeit erhoben. Es geht dann weiter. Und am Ende steht zum Beispiel der Satz dann, die Menschen, welche in Deutschland leben, haben sich ebenso daran gewöhnt, mit dem Antigermanismus fertig zu werden, wie die Juden lernen mussten, mit dem Antisemitismus zurechtzukommen. Man merkt also, Dreh- und Angelpunkt bei seiner Volksdefinition ist die Shoah. Und er sagt eben, dass das reale, also hier das reale Deutschland, ist eben nach dem Zweiten Weltkrieg untergegangen. Und ja, die Deutschen sind jetzt eben die Opfer. Dabei vergleicht er immer Deutsche eben und Jüdinnen und Juden. Wie gesagt, Jüdinnen und Juden stehen immer außerhalb des Volkes. Spannend ist auch, oder sehr eklig natürlich auch, ist hier das am Ende mit dem Antigermanismus. Also die Deutschen mussten dann mit dem Antigermanismus fertig werden in der Nachkriegszeit und das war quasi genauso schlimm. Also sie waren quasi genauso Opfer wie dann eben die Jüdinnen und Juden, die mit dem Antisemitismus fertig werden mussten. Und da wird ja auch ein bisschen, das bedeutet ja auch andererseits so, dass der Antisemitismus quasi natürlich ist. Also das wie so eine, keine Ahnung, wie ein Sturm oder so, dass man damit eben klarkommen muss. Ganz klar wird halt, dass Sieferles Volksbegriff sehr biologistisch auch ist. Also das werden wir beim zweiten Beispiel noch viel deutlicher sehen. Und
wie gesagt, ist das homogene Volk der Deutschen quasi Volk der Opfer und man soll sich aus dieser Opferrolle befreien. Das ist ja letztendlich die Botschaft. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Da ist es noch ein bisschen eindringlicher, insbesondere hinsichtlich des Volksbegriffs. Es geht um einen Artikel auf dem Sezessionsblog von 2018 von Caroline Sommerfeld-Lehten. Und der Titel lautet, bin ich völkisch? Drei Volksbegriffe. Und wie es solche Suggestivfragen nun einmal an sich haben, gibt der Titel dann eben eigentlich schon die Antwort vor. Eingangs stellt Sommerfeld-Lehten eigentlich schon klar, dass sie einen ethnischen Volksbegriff vertritt. Und im Folgenden klamüsert sie drei Volksbegriffe auseinander. Drei Deutschbegriffe quasi auseinander und die möchte ich euch einmal kurz vorstellen. Zunächst einmal gibt es den Abstammungsdeutschen. Das ist jetzt ein bisschen klein hier vielleicht. Ich lese nur mal das in dem Roten vor. Der aus physischer Vererbung und im weberschen Sinne ethnisch gemeinsamem hervorgehende Phänotyp des Deutschen ist augenscheinlich. Und hier unten dann noch. Dann nähern sich seine Kinder und Kindeskinder ihrerseits schrittweise dem Abstammungsdeutschtum an und werden so auch leibliche Teile des Volkskörpers. Also ganz zu Anfang schreibt sie, sie kann einen Deutschen augenscheinlich erkennen. Mit diesem Augenscheinlichen ist natürlich auch gemeint, das entzieht sich der Erklärung, das entzieht sich rationale Argumentationen. Das ist auch was Typisches für die neue Rechte. Also es gibt solche Voraussetzungen, die ja irgendwie nicht weiter hinterfragbar sind, nicht weiter erklärt werden müssen. Und die können sich in Einzelheiten auch widersprechen, das ist aber egal. Das sind sozusagen so metaphysische Wahrheiten, die mit dem Schicksal des Volkes eben zusammenhängen und die nimmt man so an. Ganz klar ist ja auch der biologistische Gedanke hier und das kommt beim zweiten Teil vor allem raus. Das heißt, wenn man nicht Abstammungsdeutscher oder Deutsche ist, kann man das nur werden, wenn über mehrere Generationen hinweg man sich mit Abstammungsdeutschen fortpflanzt, damit der eigene nicht-deutsche Teil immer kleiner wird und irgendwann man eben richtiger Abstammungsdeutscher ist. Was so richtig mit diesem Abstammungsgebiet gemeint ist, darauf kommen wir beim dritten Begriff nochmal zu sprechen. Der zweite Deutschbegriff sozusagen für Sommerfeld-Lehten ist der Passdeutsche. Ihr könnt schon vielleicht ein bisschen vermuten, worum es hier geht. Ich lese mal wieder das in den roten Kästen vor. Der Witz ist, dass es nicht um die gemeinsame Rasse geht, denn die zweifellos vorhanden ist, die Leute waren und sind Europäer, sondern beim Nationalismustest kulturelle Parameter abgeprüft werden. Der Passdeutsche ist und bleibt vom Abstammungsdeutschen unterscheidbar, auch wenn er in einem ganz bestimmten Sinne des Wortes ebenfalls Deutscher genannt werden kann und muss. Es geht also darum, dass auch Passdeutsche natürlich augenscheinlich, oder zumindest für Sommerfeld-Lehten augenscheinlich, den eigentlich Deutschen rassefremd sind. Und es ist ganz klar, also sie spricht auch von Rasse, also ist ganz offen rassistisch hier, wobei das auch recht typisch für die neue Rechte sozusagen der letzten 10, 20 Jahre, dass man sich auf Europa bezieht. Also man sagt jetzt nicht unbedingt, es darf nur die Deutschen geben, es darf nur die Franzosen geben oder so, sondern man möchte ein weißes Europa letztendlich und darin eben die einzelnen Völker leben, die aber zusammen Europa verteidigen. Abschließend wird es auch nochmal spannend hier, das lese ich auch nochmal kurz vor. Deutschland gehört zu denjenigen Staaten, die das Abstammungsprinzip bei der Vergabe der Staatsbürgerschaft zugrunde legen. Fiktiv, weil es sich beim Grundgesetz nicht um eine sich selbst vom Volk gegebene Verfassung handelt und man daher das historisch existierende Volk des Jahres 1949 als souverän nur als Annahme voraussetzen kann. Also erstmal ist ja ganz deutlich die Anleihe bei den Reichsbürgern hier, also das Grundgesetz sei nur fiktiv. Darauf braucht man jetzt nicht weiter eingehen. Solche Versatzstücke findet man häufiger. Hier
zeigt sie, was sie mit diesem Abstammungsgebiet meint. Nämlich anscheinend alle Leute, die 1949 auf den Gebieten der beiden deutschen Staaten gelebt haben. Es ist sicherlich kein Zufall, dass genau das Jahr gewählt ist, oder dass genau dieser Zeitraum gewählt ist, kurz nach der Shoah, wo also auch nur sehr, sehr wenig Jüdinnen und Juden in diesem Gebiet gelebt haben. Das heißt auch hier wieder klar, diese Leute gehören nicht zum zur deutschen Abstammungsgemeinschaft. Und hier in diesem kleinen Abschnitt, das ist auch der letzte, den ich für den Passdeutschen hier vorlese, definiert sie nochmal, dass sich das in zwei Unterarten aufteilt quasi. Vorsicht, es wird eklig. Wer nach Deutschland einwandert, um Passdeutscher zu werden, jedoch nur die Vorteile dieses Status abgreifen will, ohne die für die Volksseele auch nur ein Fünkchen gespürt zu haben, ist folglich ein Fremdkörperdeutscher oder, wenn er in Massen auftritt, Umvölkerungsdeutscher. Also wenn ich Passdeutscher bin und aber mich nicht der Volksseele zugehöre, dann bin ich Fremdkörper, der aus dem Volkskörper entfernt werden muss. Das ist ganz klar auch schon, also diese Ideologie oder diese Worte und Logik gab es auch schon im Nationalsozialismus, wie euch vielleicht bekannt ist. Sie führt nicht aus, wie diese Entfernung der Fremdkörper geschehen soll, aber wir können uns alle vorstellen, was sich gewünscht wird. Und das, der Begriff Umvolkungsdeutscher bezieht sich natürlich hauptsächlich auf diese Verschwörungstheorie vom großen Austausch, also dass ein paar Eliten irgendwie die Umvolkung, also die Migration lenken, um eben Europa oder die Europäer und die Deutschen eben auszurotten. Nun noch zum dritten Begriff. Es ist der lieblingsdeutsche Begriff für Sommerfeld-Lehten, der Volksdeutsche. Ich lese nur mal das hier oben noch vor, und zwar: Deutschland hat eine Causa Finalis, das bedeutet, es ist um etwas Willen in der Welt. In jedem Volk werden sehr spezielle Seeleneigenschaften herausgebildet und gepflegt, die später als Geistesgabe in die ganze Menschheit übergehen sollen. Deswegen ist Ethnopluralismus so eminent wichtig, die Rettung der bedrohten Völker. Also sehr schwülstig, wie ihr merkt. Und hier geht es um diese Schicksalsgemeinschaft, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe. Also das ist auch ganz wichtig im Geschichtsbild der neuen Rechten. Jedes Volk hat quasi ein Schicksal, das es erfüllen soll. Und nur wenn sich das Volk diesem Schicksal hingibt, der Volksseele hingibt, dafür kämpft sozusagen, dann kann das Schicksal auch erfüllt werden. Dabei ist auch sehr wichtig, dass Deutschland oder das deutsche Volk natürlich ein ganz außergewöhnliches Schicksal hat und zum Wohl der Welt existiert und so weiter und so fort. Es gibt jetzt ein Dilemma, was hier unten aufgelöst wird. Das erkläre ich kurz. Und zwar ist das Problem ja, dass also für die neue Rechte das Problem sozusagen, dass es ja viele Abstammungsdeutsche und auch Passdeutsche gibt, die sich sozusagen nicht dieser Volksseele hingeben, nicht, wie Mario Müller das in seinem Buch beschrieben hat, das Volk bejahen. Nein, es gibt viele, denen das halt scheißegal ist, zum Beispiel. Und das ist ja sozusagen ein Problem. Denn eigentlich möchte die neue Rechte ja, und darauf hin handelt sie ja auch, dass möglichst viele Leute diese Volksdeutsche werden. Wenn man das nicht macht, also wenn man sich nicht dieser Seele hingibt, dann verliert man halt einfach die Volkszugehörigkeit. So wird das erklärt. Und das ist ähnlich wie mit diesen Fremdkörpern, oder dann wird man eben genau wieder zu seinem Fremdkörper und muss eben in der Folge entfernt werden. Genau. Und wozu das dann weiterhin führt, also was da für gewalttätige Konsequenzen drinstecken, das gibt es gleich noch abschließend. Zusammenfassend zeigt sich also, im Ethnopluralismus ist wichtig, dass es eine territoriale Entität gibt. Das heißt, jedes Volk ist homogen und hat eben ein angestammtes Territorium. Wie das irgendwie historisch entstanden ist, ist im Einzelnen unklar, beziehungsweise ist eben gegeben, wie gesagt, und muss dementsprechend auch nicht hinterfragt werden. Es können, wie gesagt, mehrere Völker parallel existieren. Sie sollen sich nur in Ruhe lassen, beziehungsweise die Unterlegenen sollen sich möglichst diesen mit dem tollen Schicksal unterwerfen. Hier noch ein Beispiel, wie das dann in der Umsetzung aussieht beispielsweise. Also gut, Deutschland bleibt Deutsch ist jetzt natürlich auch ein sehr alter Slogan.
Aber das ist ein Beispiel für so einen Sticker, die auch, ja, die auch immer noch genutzt werden. Kommen wir nun noch kurz zu einem Punkt, der uns sehr wichtig ist, nämlich was eben auch leider oft von den bürgerlichen Medien extremst unterschätzt wird, die Gewalt, die immanent ist. Und man sieht allein schon an den Büchertiteln, wie gesagt, diese logische Konsequenz ist, wenn ich jetzt Volksdeutscher bin, dann muss ich das ja auch verteidigen. Das heißt, ihr seht es allein hier an den Titeln, es sind Aufrufe zum Kampf und zur Verteidigung. Und dass es eben nicht nur geschrieben ist, sondern leider Realität geworden ist, haben wir in den letzten Jahren immer wieder sehen müssen. Also es beginnt natürlich mit einfachen Faustschlägen irgendwie auf der Straße von den Nazis, die ja leider auch quasi alltäglich sind, aber führt halt bis hin zu rechtsterroristischen Anschlägen auf der ganzen Welt. Brauche ich gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, sind ja auch in großen Teilen bekannt. Und eben alle diese Täter beziehen sich mindestens auf Teile dieser, dieser neurechten Ideologie, beziehungsweise eigentlich wie, also in den Manifesten sozusagen, ist diese ganze Ideologie eigentlich komplett wiedergegeben. Und sie richtet sich eben gegen diese als Feindbild ausgemachten Fremdkörper letztendlich, ne? Also Sozialdemokraten, Linke, Jüdinnen, Juden, muslimische Menschen, ausländische Menschen. Also das ist uns sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht nur Bücher sind, die Kacke sind sozusagen und faschistische Inhalte haben, sondern sie führen leider auch bis zu Rechtsterrorismus. Und deswegen ist die logische Konsequenz, dass man dagegen arbeiten muss, dass wir dagegen handeln müssen. Es geht nicht nur gegen diese intellektuellen Gedanken von Kubitschek und Co., sondern vor allem in Schnellroda oder beim IFS auch darum, dass es eine sehr wichtige Vernetzungsplattform ganz, in ganz Europa ist und auch eine sehr große und gute, also erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit macht. Und deswegen ist es sehr wichtig, ja, gegen die zu handeln und antifaschistisch zu agieren dort. Jetzt kommen wir noch abschließend zu unserer Gruppe. Also wurde ja schon gesagt, wir sind das Kollektiv IFS Dichtmachen. Und seit 2016 sind wir kontinuierlich in Schnellroda vor Ort, wie Lukas ja schon gesagt hat, immer wenn es Akademien gibt und möglichst auch immer, wenn irgendwie andere Veranstaltungen vor Ort sind. Wir sind unabhängig dabei, arbeiten aber sehr viel und auch fokussiert mit anderen Gruppen aus dem südlichen Sachsen-Anhalt zusammen, also Merseburg zum Beispiel, Querfurt und so weiter, weil uns eben auch wichtig ist, nicht wie eine Strafexpedition aus Halle zu kommen, zu sagen, hier, scheiß Provinz, scheiß Dorf, alles Kacke, sondern das Ziel wäre, oder das Ziel ist für uns, und darauf arbeiten wir hin, dass wir Unterstützung von den AnwohnerInnen vor Ort haben, dass vor Ort einen antifaschistischer Konsens entsteht, gegen das IFS zu sein, damit die eben in ihren Handlungsmöglichkeiten immer weiter eingeschränkt sind. Das Ganze unterfüttern wir ja inhaltlich, das ist ja die Basis und deswegen halten wir so Vorträge wie hier. Und damit wir, wie Lukas ja auch schon angedeutet hatte, nicht nur reagieren, versuchen, haben wir auch zum Beispiel 2018 mal ein kleines Festival auf die Beine gestellt, um eben auch zu zeigen, dass wir als Antifa auch in Schnellroda trotz der Strukturschwäche und vor allem der Infrastrukturschwäche dort was auf die Beine stellen können und eben Alternativen zu den rechten Veranstaltungen bieten. Unser Ziel ist dabei, dass das IFS immer wieder auf diesen Protest reagieren muss. So ist es mittlerweile so, dass Kubitschek anordnet, dass die Leute nicht mehr raus dürfen, wenn wir vor Ort sind, also aus dem Schäfchen. Viele Jahre lang war es normal, dass diese rechten Veranstaltungen im Dorf geschehen sind. Das haben wir verhindert, unseres Erachtens, also dass es nicht mehr normal ist. Und es soll auch weiterhin, und das geschieht ja immer mehr jetzt in den Medien, dass das thematisiert wird. Damit einhergeht eben das Ziel, dass diese rechte Hegemonialvorstellung von Kubitschek, der sich ja gern als Chef des Dorfs sieht, gebrochen wird. Und langfristig ist und bleibt das Ziel, das IFS dicht zu machen. Und wie gesagt, dafür ist es eben notwendig, dass wir
die Leute vor Ort mit auf unsere Seite bekommen, also die überzeugen oder dazu bringen, dass sie sozusagen auch aufstehen gegen eben die Nazis, was natürlich, das geben wir zu, in einer Dorfgemeinschaft ein bisschen schwieriger sein mag als in einer städtischen Gemeinschaft. Aber zum Beispiel gab es dieses Jahr dieses Transbi hier vom Gemeinderat und das ist unseres Erachtens ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und wir hoffen, dass viele Schritte weitergegangen werden. Genau, wir würden uns freuen, wenn ihr dann beim nächsten Protest dabei seid, also wenn es dann wieder geht sozusagen. Damit sind wir am Ende angekommen und bedanken uns, dass ihr dabei wart oder seid und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, gerne ran. Ja, vielen, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ich wollte gerade schon klatschen, aber das vielleicht klatschen die Leute ja bei sich vor dem Computer. Das merkt man jetzt auf jeden Fall, dass das fehlt. Schön, bei uns im OK wird jetzt geklatscht. Genau. Ja, für alle, die es nicht wissen, wir sitzen gerade im offenen Kanal. Also ich sitze hier und neben mir sitzen zwei von meinen KollegInnen hier und moderieren das Ganze. Also der offene Kanal in Merseburg hat uns ja teilweise Technik und Räume zur Verfügung gestellt. Ihr habt ja vorhin auch schon erwähnt, kurz, dass das Haus der Identitären Bewegung in Halle ja als großer Erfolg jetzt sein Ende gefunden hat. Da muss man ja auf jeden Fall auch Kick Them Out, glaube ich, groß auf die Schulter klopfen, dass das ein großer antifaschistischer Erfolg war. Ja, dass die keinen Bock mehr hatten, in Halle zu bleiben. Und mich würde interessieren, ob ihr eine Veränderung beobachten konntet also jetzt in Schnellroda, ob dadurch dort auch irgendwie wirklich wesentlich weniger Leute sind oder anderes Publikum oder ob sich das eigentlich nicht verändert hat. So, das na, ich glaube, also das Ende des Hausprojekts fällt ja zusammen mit generellen Niedergang der Identitären, also dass, wie gesagt, auch ihre Projekte kaum noch wahrgenommen werden, dass die Social-Media-Konzerne alle ihre Accounts gestrichen haben und so weiter. Und da, das merkt man schon insgesamt. Also sowohl Hausprojekt, die üblichen Verdächtigen, die sich da um das Hausprojekt organisiert hatten, sind nicht mehr da und auch generell weniger Identitäre. Und es hat sich ein bisschen verlagert, da werden wir auch bald was zu machen, in Richtung so einer, wie gesagt, sozusagen ist jetzt nicht das allgemeine Kriterium, aber so einer internetrechten Szene. Leute, die sozusagen irgendwie die ganze Zeit schreiben, wie ironisch die nach Schnellroda fahren also auch extrem faschistische Ideologie vertreten, aber da eben tatsächlich irgendwie eine ganz andere Vorstellung haben für das, was sie da machen, so die noch viel stärker aus diesen irgendwelchen Foren kommen und mit Insta-Ideologie und damit auch arbeiten und sowas halt. Also eigentlich eine Szene, mit der Kubitschek und Co. noch weniger anfangen können als die Identitären. Aber sie sozusagen füllen sich damit ihre Reihen auch auf, das muss man auch ganz klar sagen. Es kommt so aus dieser Schiene Reconquista Germania, die auch Böhmermann und Co. ja mal so da hops genommen haben wollten. Genau, und da aus diesem Bereich kommen jetzt relativ viele. Ja, ich habe irgendwie noch so einen Gedanken. Vorhin kam der schöne Kommentar im öffentlichen Chat, yo, what the fuck, als ihr die Zitate von, wie war dein Name, Sommerfeld oder so, gezeigt habt. Und ich habe auch immer diese Reaktion, so ich denke, Alter, wie kann man denn sowas schreiben? Und bei mir ist dann immer so die Frage, ist es jetzt gut, das zu reproduzieren? Also ich verstehe den Punkt und gibt es ja letztendlich bei jeder Auseinandersetzung irgendwie mit faschistischen Themen sozusagen das Problem. Meines Erachtens, also vor allem bei solchen theoretischen oder ideologischen Sachen, kommt es schon besser, wenn man so ein Beispiel hat. Also ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Text, aber wenn ich das jetzt sozusagen nur in den Stichpunkten erklärt hätte, also zumindest meine Erfahrung, natürlich kann man es auch anders sehen, da würde man das wie in so einem Seminarvortrag, ja, okay, das ist irgendwie so ein Thema, aber wenn man dann liest, ach, das wird wirklich gedruckt und das haben wirklich Leute im Regal stehen und darauf beziehen sich eben Leute, sehe ich schon, dass das wichtig ist. Ja, die Diskussion gab es jetzt natürlich auch bei dem Attentäter von Halle oder sowas natürlich, ne? Da ist es ja natürlich ein bisschen anders. Die Person wollte ja explizit, dass diese Gewalttaten so verbreitet werden oder so. Ja, ich finde, aber wie gesagt, bei dieser ideologischen Auseinandersetzung, zumindest so ausschnittweise,
ja, weiß ich nicht. Also kann man auch anders sehen. Also ich glaube, das Problem, also es gibt, glaube ich, eigentlich so zwei Ebenen. Zum einen natürlich ist es einfach, ja, also diese Texte sind halt ultra ekelhaft so und ich finde, es muss sich niemand, der, also keine Ahnung, vielleicht schon irgendwie von rechter Gewalt oder Rassismus oder sowas betroffen ist oder sowas oder war, irgendwie dann im Vortrag irgendwie anhören, was Caroline Lehten so über Volksdeutsche und so weiter zu sagen hat. Und das ist natürlich immer das die eine Ebene, wo es tatsächlich ja schwierig ist, dass man, glaube ich, halt einfach sozusagen gucken muss oder vorher Bescheid sagen muss oder was weiß ich. Aber die andere Ebene ist, glaube ich, diese strategische Ebene. Und da wäre ich vorsichtig bei so sozusagen so Propagandamaterialien von den Identitären. Also weil zum Beispiel, da haben wir auch einen Sticker gezeigt, dieses 100% identitär, 0% rassistisch, da haben wir jetzt einen Ausschnitt gezeigt. Und ich glaube, zumindest bei so einem, beim Vortrag muss man, glaube ich, immer gucken, dass man eben davon nicht so viel reproduziert. So, weil die Identitären haben sich extrem viel Mühe gegeben, dass alles schick aussieht. So. Und das, wenn man das so zeigt und dann zeigt, guck mal hier, das sind Popkulturreferenzen, guck mal, wie bei 300, cool. Also da macht man es denen dann zu leicht, da will ich strategisch ablehnen. Bei diesen ganzen Caroline Sommerfeld-Lehten-Text oder bei diesem Rolf-Peter Siefer, da muss man natürlich sagen, okay, das ist so schwitzig damit. Also das ist ja sozusagen nicht propagandafähig. So. Das ist für die intellektuelle Selbstverständigung oder pseudo-intellektuelle Selbstverständigung der extremen Rechten. Dafür ist es ja auch geschrieben. Also der Sezessionsblock ist ja tatsächlich mehr so eine Art Block für die Elite der extremen Rechten, dass das irgendwelche AfD-Spitzen sehen und dann sagen, oh, Rassebegriff ist wieder in. So also, beispielsweise. Und ich glaube, bei den beiden ist es auch wichtig, weil dieser Schockmoment wichtig ist, weil man muss sich ja sagen, eben Rolf-Peter Siefels Buch war ja eben in dieser ganzen, in diesem sozusagen so einer Top-Liste von so NDR und Spiegel und sowas. Also das war dann durch und das wurde überall diskutiert und dann haben sich tatsächlich irgendwelche Konservativen, aber auch Liberalen und was weiß ich, Journalisten gefunden, die geschrieben haben, naja, gut, dann ist vielleicht auch so, kann man mal einen Blick riskieren. Und da steht da einfach das über Jüde und Juden so einfach platt drin. Und Sommerfeld Lehten, das ist auch ein Punkt. Also Lehten kommt von ihrem Mann, Harald Lehten, der ist so ein, gilt so, galt als linker Literaturwissenschaftler. Ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht. Und da gibt es da immer so Familienstories auch, als rauskam, dass sie jetzt verheiratet sind. Und dann war die Frage, wie kann ein linkes Genie, also ist da auch so patriarchal aufgeladen, mit dieser Rechten zusammen sein. So, und dann hat er sie verteidigt so und hat gesagt, ja, also wir streiten uns halt im Wohnzimmer und in der Küche und wir kommen aber so primär, wir müssen alle viel mehr diskutieren lernen. So, wenn die das schon als Ehepaar schaffen, müssen wir alle viel mehr diskutieren lernen. Und dann schreibt die halt sowas wie Passdeutscher, Volksdeutscher Abstammung und so weiter. Also das ist, deswegen ist, glaube ich, da eigentlich der Schockmoment relativ wichtig, weil man auch sich vorstellen muss, okay, es gibt Leute, die dann halt Artikel schreiben, auch in linken Tageszeitungen wie dem Freitag, die Artikel schreiben, warum man denn nicht da ein bisschen mehr ins Gespräch kommen könnte. Also genau, und es wurde dann auch, glaube ich, bis in allen möglichen Medien, zumindest im Feuilleton, dann ausdiskutiert, weil die Kinder von denen sind irgendwie von der Waldorfschule geflogen. Und das war wohl so, weil Caroline Sommerfeld-Lehten hat ja die ganze Zeit Terror gemacht so. Und dann haben die irgendwann rausgeschmissen. Jetzt ist natürlich dieser Opfermythos, dass man halt sagt, gut, die wollen uns sogar auf unsere Waldorfschule rausschmeißen. Und die Waldorfschule, da war doch Rudolf Steiner, war doch selbst Rassist. Also kann das gar nicht sein. Genau, aber was ich sagen will, ist, ich glaube, da ist es bei diesen beiden Texten, muss man das dazu sagen. Und dann ist, glaube ich, wichtig, das immer wieder zu betonen. Ja, stimmt. Also das ist natürlich auch ein Unterschied jetzt zu irgendwie Anschlägen oder sowas. Bei diesen Leuten sagen eben viele aus irgendwie, keine Ahnung, Politik und Medien und so, mit denen kann man ja noch sprechen, die kann man einladen oder sowas. Ja, und kann man halt einfach nicht. Das sind keine Leute, mit denen man irgendwie eine Debatte zu führen hat. Und da finde ich das dann schon notwendig, das eben zu zeigen, weil, also wenn man eben sozusagen Spiegelartikeln dann glaubt oder so, denkt man eben genau das so. Ja, okay, so ein bisschen mystischer Schwarzer Ritter. Ganz nett mal mit dem zu sprechen vielleicht, aber nein, so ist es halt nicht.